Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti bei Davide Costanza. Heute auf dem Tisch haben wir ein außergewöhnliches Gerät für unser Video. Und wieso haben wir uns für eine Sage Bambino entschieden? Weil sehr oft kommt die Frage, wieso testen wir nicht Geräte, die auch, sagen wir so, unter 400 Euro kosten. Und daher haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir doch das. Was wird so schlimm daran sein? Ich weiß es nicht, ich habe das Gerät schon ein bisschen das Gerät ausgepackt, da drin ein bisschen reingeschaut und ich zeige euch gleich, was habe ich gesehen, wie ich das Gerät empfinde und wie mag sich die unsere Bambino aus beim Kaffee kochen und oder bei Milch aufschäumen. Vor allem, bevor wir weitergehen, ich bitte euch, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wie auch Kommentare sind willkommen. Und wir haben allerdings einen neuen Instagram-Kanal, glaube ich. Wo willst du das einblenden? Rechts, links, oben? Ach, irgendwo wird das angeblendet, wie auch unser Facebook-Kanal. Allora, bevor wir starten mit dem Kern von unserem Video, würde ich zeigen, wie unsere Bambino von Sage geliefert wird. Besser wäre zu sagen, allora. Also, ich finde den Karton ist super, ist wirklich toll gemacht. Und was geliefert wird, also für diejenigen, die mich in kurzer Hose, Ärmel sehen, heute ist endlich warm hier in München. Heute ist der 25. Juni und wir mussten bis heute warten, damit ich überhaupt kurze Hose anziehen könnte. Zurück an die Maschine. Allora, die Bedienungsanleitung natürlich in alle Sprachen der Welt werden mitgeliefert, wie auch Reinigungsmittel für den Kaffee. Ich erkläre, wieso ein Reinigungsmittel oder Fettlöser geliefert wird. Dann gehen wir weiter mit Auspacken. Da haben wir eine Art Wasserfilter, der im Wassertank reingetan wird, wie auch ein Adapter, sozusagen ein Arm, damit wir in den Wassertank das hier reintun können. Ja, das Dings wird hier reingetan. Questo è il serbatoio. So sieht es aus. Ich finde es ziemlich interessant, ziemlich nett. Und dann gehen wir weiter. Da haben wir drei Typen von Siebe. Also normale Sieb ohne Crema-System. Und dann haben wir allerdings aber Filtro ad una tazza mit Crema-System. Das heißt, Crema-System bedeutet, wir haben viele Löcher hier, wo der Kaffee reingetan wird. Und auf der anderen Seite haben wir nur ein Loch. Und dadurch wird der Kaffee gepresst und geht raus nur mit einem bestimmten Druck. Das zweite Filter ist schon in dem Siebträger angebaut und dann haben wir auch als mögliche Lösung auch das doppelte Sieb, aber normal sozusagen. Und dann haben wir auch geliefert wird auch eine Milchkanne. Und sehen wir, was für eine ist. Muss ich ehrlich sein, mir gefällt wirklich sehr. Und das ist auch schwer. Sehr schön. Sehr hochwertig. Kein Witz, ist wirklich gut. Brava, Sage. Allora, für diejenigen, die das nicht wissen, ich erkläre ganz kurz, weil es ist wichtig, weil Ware ist. Also, ich bin Elektroniker und seit 1988 habe ich schon Elektrogeräte repariert und ich hatte mit meinem Bruder eine Firma in Italien, Süditalien, Bari, wo wir unter anderem Geräte, auch Siebträgermaschinen repariert haben und vor allem wir waren ein Service Center von Saeco Gaggia, die eine der ersten Unternehmer gewesen ist, die Kaffeevollautomaten gebaut hat. Deswegen ein paar Sachen kenne ich schon lange hier und habe ich dann deswegen mich entschieden für Siebträgermaschine hier in Deutschland zu weiterzugehen und die reparieren und zu vertreiben. Jetzt habe ich gestern das Gerät hier bekommen und dann auch, ich wollte auch sehen, wie da drin gemacht ist und da habe ich ein paar Sachen festgestellt. Alessandro, okay.
Wenn wir das Gerät auseinandernehmen würden, was Sie bitte nicht zu Hause machen sollten, werden wir sehen, das Gerät ist so gebaut. Ja? Da kommt der Wasserbehälter und das Gerät sieht so aus. Ja? Also man sieht hier, da draußen ist komplett aus Metall oder so eine Edelstahlmetall, keine Ahnung, was für ein Metall ist, aber ist schon magnetisch, da eher würde ich sagen, ist ein besonderes Edelstahl, ist eine besondere Edelstahlqualität, weil sollte nicht ein Magnet sich befestigen lassen, wenn Edelstahl ist oder ja, entgeht etwas. Wahrscheinlich bestimmte Edelstahl können, haben die etwas Eis da drin, weil die Voraussetzung, dass ein Magnet sich befestigen kann, ist, dass da drin etwas Eis gibt. Allora, aber das ist unwichtig. Jetzt kehren wir zu unserer Maschine zurück. Che cosa abbiamo qua dentro? Vieni. Allora, was haben wir? Wir haben eine Ulkapumpe. Das heißt, die Maschine saugt das Wasser, hat eine Turbine oder volumetrische System, die das Wasser durch das Laufen zählt und vermittelt ihm von dieser Platine. Das heißt, das Ganze, die bei der Maschine passiert, wird durch dieses System hier gesteuert. Ja? Wie viel Wasser läuft da durch, wird die Maschine bestimmte Sachen vornehmen, beziehungsweise ein Espresso, Doppio Espresso, heißes Wasser oder egal was. Ja? Also was Menge angeht, wird natürlich von unseren Turbinen sozusagen gesteuert, über die Platine gesteuert, aber die Info gibt unsere die Turbine. Deswegen, vor der Pumpe wird das Wasser gesaugt und da setzen wir unsere Platine, damit die zählen kann. Das Wasser wird hier reingepumpt in unseren Thermoblock. Was ist das im Grunde genommen? Was haben die gemacht? Das finden wir, das System ungefähr, nicht genau dasselbe, aber ungefähr finden wir bei einer beispielsweise Quick-Meal-Maschine. Was bedeutet das? Wir haben ein großes, stellen Sie sich vor, ein langes Draht, lang oder kurz, kommt immer darauf an, wie der Durchmesser von diesem Draht ist. Und dann packen wir drauf eine Heizung. Indem die Heizung das Ganze heiß macht, läuft das Wasser dadurch, die natürlich entweder auf Kaffeetemperatur gebracht wird oder Dampftemperatur gebracht wird. Kommt immer darauf an, was wir machen lassen. Da haben wir einen Thermofühler oder für diejenigen, die das nennen, Sonderthermiker, die dann wiederum immer noch mit unserer Platine spricht, sozusagen. Wir haben ein Magnetventil und das Magnetventil steuert, wo das Wasser hingehen sollte und wozu das brauchen. Und dann haben wir hier vorne eine Tastatur. Das heißt, durch die Platine hier davon, durch diese Tastatur, könnten wir die Menge an Wasser programmieren, beziehungsweise un Espresso, Doppio Espresso oder heißes Wasser. Für die, wenn Hintergrundgeräusche vorkommen sollten, ist, weil wir heute ist wirklich sehr warm und wir drehen mit offenen Türen und Fenster, sonst werde ich ersticken. Deswegen ein bisschen Geduld und Verständnis haben. Hier den Deckel wird ganz bestimmt nicht besonders warm, weil wir haben hier eine Isolierung von der Hitze. Das ist auf Italienisch kenne ich das Wort, aber auf Deutsch nicht. Das ist eine Mica. Mica ist wirklich Technologie, das Technologie degli strumenti. Das ist eine Isolierungsplatte, sagen wir so. Das sieht ihr manchmal bei Mikrowelle da drin. Und sowieso, das Ganze ist aus Kunststoff hier, deswegen die Hitze kann sich nicht nach oben übertragen. Oder sehr unwahrscheinlich wird es passieren. Allora, es gibt noch etwas interessant zu sagen, weil das Prinzip, jetzt will ich nicht sagen, dass das gleich jetzt ist, aber das Prinzip haben wir bei vielen Maschinen gesehen. Aber, da prendiamo dopo. Wir haben den Siebträger, ist ziemlich leicht. Leicht aus Alu, würde ich sagen. Siebansatz ist hier. Und wie funktioniert das hier? Dann machen wir so. Allora. Natürlich bei so einem Gerät die thermische Stabilität, weil wir Espresso kochen, sollte ein wichtiges
Problem oder Punkt sein. Und bei dem Gerät, man sieht hier, wir haben eine Platte hier aus Metall, aber diese Platte hier ist festgeschraubt an einem Kunststoff oder Plastik oder egal was Teil. Das heißt, das Gerät da wird nicht direkt aufgewärmt, wie bei einem beispielsweise FAEMA-System oder Brasilia-System passieren kann. Also nur als Beispiel Profiteco oder Lelit PL91. Aber passiert die Aufwärmung des Siebträgers passiert, während das Wasser durchläuft. Daher sagen wir so, man muss wirklich ein bisschen Geduld haben und das Gerät in Betrieb halten. Und nachdem man ein bisschen Wasser gelaufen ist, man kann Espresso kochen. Weil wie gesagt, indem das Gerät warm ist, also den Thermoblock warm ist, wird diese Hitze nicht über den Siebträger übertragen können, weil die Sache sehr separat, sehr getrennt sind. Es gibt kein Metall, die den Siebträger aufwärmen kann. Das heißt, das Ganze passiert nur durch das Laufen des Wassers. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt zu technisch alles ein bisschen geklärt. Oder findest du, fehlt etwas? No, basta. Dann schalten wir das Gerät an. Das innerhalb von 2 Minuten wäre temperaturbetriebsbereit. Wiederholen wir das, aber wir sprechen über den Thermofühler. Okay, wir haben das Wasser im Wasserbehälter reingetan. Bei allerersten Betriebnahme, Moment, ich habe etwas Sauerei hier gemacht. Bei allerersten Betriebnahme wird das Gerät natürlich eine kurze Spülung machen, ich glaube 2 oder 3 Mal über den Kopf und dann 2 Mal aus der Lanze. Deswegen sich ein Gefäß hier unten besorgen, wir auch hier unter der Lanze auch ein Gefäß stellen, damit das Gerät erstmal sozusagen bei allerersten Betriebnahmen spülen kann. Come funziona ist ziemlich intuitiv, ja, also ist selbst wirklich erklärend, würde ich sagen, oder nicht? Was meinst du? Okay, das Gerät blinkt nicht mehr, das heißt, die Heizung ist schon fertig, wäre schon betriebsbereit. Allerdings, wenn wir mit unseren Händchen aufpassen, leicht drauf gehen, werden wir merken, dass es kalt ist. Deswegen lassen wir etwas Wasser laufen lassen. Die Maschine überlegt etwas und pumpt Wasser. Jetzt ist es ziemlich leise, jetzt wird es lauter. Und dann pumpt das Wasser hier durch. Diese Menge natürlich, wir haben eine volumetrische Turbine, diese Menge kann geändert werden. Ja? Jetzt habe ich das gemacht, damit der Siebträger sozusagen aufgewärmt wird. Wir haben 2 Tasten bzw. 2 Portionen. Das heißt, eine haben wir getestet, jetzt testen wir die andere hier. Wartet immer noch, das Gerät merkt, dass wir etwas Kaffee wollen, deswegen die Heizung geht erstmal an, dann die Pumpe startet und dann bekommen wir das Wasser durch, die das Ganze aufwärmt. Die Menge natürlich bei dieser 2. Taste ist ein bisschen länger, wie es sein sollte. Wir können jederzeit allerdings stoppen, wenn wir nochmal drücken. Allora, man sieht eher, wenn wir das Wasser selbst jetzt füllen würden, dass die Temperatur ist nicht so ein großer Hit von diesem Gerät, würde ich sagen. Aber man kann ein bisschen versuchen, das Beste daraus zu machen. Was bedeutet das? Wir probieren, ob da einen Kaffee bekommen können. Ja? Und nehmen wir den Siebträger weg, spannen wir weg das hier. Ich will auch etwas zeigen. Indem das Sieb weggeht, man sieht hier, dass wir einen Plastikeinsatz haben. Momento, das Plastikansatz ist so gedacht, ja, das Wasser läuft hier durch und ist gezwungen hier, den Kaffee durch diese kleine Kanüle zu laufen, die wiederum durch diese kleine Ecke reingehen muss und dann teilt sich rechts und links, oder, ja, und dann bekommen wir unseren Kaffee. Allerdings, jetzt haben wir das Gerät vor ein paar Minuten angeschaltet, man merkt, ich kann meine Hand hier drauf tun,
Weil, wie gesagt, das Teil wird nicht passiv aufgewärmt durch eine Metallplatte oder egal was, ist durch das Laufen des Wassers wird auch gewärmt. Okay, indem wir eine Mahlmaschine aussuchen sollten oder kaufen wollen, müssen wir das ein bisschen berücksichtigen, dass der Siebträger ein bisschen so speziell gebaut ist. Jetzt können wir festdrücken und sehen, ob das wir etwas aus dem Gerät kriegen. Und probieren wir das doppelt. Ich habe das Gerät nicht programmiert, aber ich bin gespannt zu sehen. Jetzt das Gerät pumpt das Wasser. Ich will nicht eine Sauerei machen, aber pumpt etwas kräftiger. Was soll ich dazu sagen? Probier's. Aber wie sieht er aus? Ganz ehrlich. Also wir müssen ehrlich sein, das ist mein Kaffee, das ist schon etwas anders als was unterwegs ist, aber es ist nicht schlecht, aber es ist ein bisschen bitter, weil natürlich die Temperatur ist ein bisschen nicht die wir gebrauchen würden für so einen Kaffee. Ich würde sagen, so super, also ist natürlich kein FAEMA-System. Aber ganz ehrlich gesagt, man kann anfangen mit dem Gerät hier zu trainieren. Wenn ihr irgendwann, also sagen wir so eine Siebträgermaschine, von Kaffeevollautomaten zu einer Siebträgermaschine landen wolltet. Wir haben das Gerät nicht im Geschäft und nicht im Shop. Ich finde, die Bauart ist für mich sehr interessant, weil er erinnert mich an Kaffeevollautomaten, wie die zum Beispiel De'Longhi-Maschine, wie auch Saeco-Maschine gebaut sind. Deswegen, es gibt eine bestimmte Affinität ans Gerät. Ich finde es ziemlich klug, wie das Gerät funktioniert und die Anstellungsmöglichkeit, die die hat. Aber wenn ich ein Superliebhaber von italienischen Espresso bin, muss ich ein paar Abstriche machen. Aber sobald das euch bewusst ist, ist auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Ich würde an dieser Stelle jetzt den Dampf testen und sehen wir, wie ich das hinkriege. Wie schäumen wir jetzt? Das weiß ich auch nicht, aber probieren wir. Da haben wir einen Schalter, Dampf, betätigen wir den. E aspettiamo di vedere che cosa succede. Jetzt das Gerät heizt ganz schnell auf. Jetzt der erste Schuss an Wasser bekommen wir raus. Momento. Ist ein bisschen ungeschickt. Ja, man kann nicht so machen. Sehen wir weiter jetzt. Okay. Ja, man muss ein bisschen die Sachen ein bisschen. Man merkt, dass ich überhaupt, das ist mein allererstes Mal hier mit dem Gerät. Ich würde euch versprechen, dass ich mich irgendwann verbessere, aber das wäre gelogen. Veniamo. Basta così. Das vermisse ich. Seht ihr, ich habe die ausgeschaltet und trotzdem, man muss ein bisschen mehr trainieren als sonst. Ja, wir machen sofort sauber. Ich mache nochmal das hier. Damit wir ein bisschen Wasser, Dampf rauslassen. Ich würde ihm empfehlen, wenn ihr Milch aufschäumt, bitte, bitte, bitte immer einen Lappen dazu zu haben. Also das brauchen wir. Also ich bin natürlich kein Meister für Milchschaum, aber boah, das ist gut geworden. Es ist eine technische Sache. Wenn ihr für so einen Filter oder ein Sieb euch entscheidet, das heißt dieses Crema-System, viele Löcher, nur eine hier. Passiert immer und wird passieren, wenn ihr Kaffee gemacht habt, dass ihr matschig bleibt. Und das ist völlig normal, weil das Wasser kann nicht komplett durch den Kaffee durchlaufen, aber wird nur mit einem bestimmten Druck durch den Kaffee durchlaufen. Das heißt, sich nicht wundern, wenn ihr für sowas euch entscheidet, dass der Buch nass ist. Die Crema. Jetzt sehen wir, was passiert ist.
Die Maschine ist schon leise, oder? Und jetzt wird lauter. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich denken sollte. Wunderschön. Also man merkt, dass ich überhaupt nicht zeigen kann. Das wisst ihr alle. Aber, also ich würde sagen, ist nett geworden. Also, oder? Vuoi provare? No? Buono. Also trotzdem gut. Die Milch ist wirklich lecker. Ich muss aber zugeben, ehrlich gesagt, dass der Kaffee ein bisschen sauer schmeckt. Und das leider liegt an unserem, kann an unserer Maschine liegen, sagen wir so, weil die Temperatur nicht hoch genug ist oder den Siebträger oder das Teil, wo der Kaffee gekocht wird, nicht genug warm ist oder genug heiß ist. Das heißt, wenn ihr ein bisschen wahrscheinlich eine andere Zusammenfassung von Bohnen nutzt, könnte sein, dass etwas angenehmer wird. Wobei meine ist schon 60% Arabica, 40% Robusta. Daher brauchen wir auch nicht so eine, die höchste Stufe an Hitze. Allora, mein Fazit für das Gerät ist ein sehr gutes Anstiegmodell. Man muss natürlich nicht viel vom Gerät verlangen. Die Temperaturen sind so eine Sache, wo ist wirklich, man muss sich einarbeiten sozusagen. Wobei ich finde, man kann nicht so viel herausnehmen. Jetzt sind wir einige Beratungen hier im Geschäft, deswegen, wenn Stimme und in dem Hintergrund zu hören sind, bitte ein bisschen Geduld haben. Ja, wie gesagt, ich würde das Gerät empfehlen für diejenigen, die aus einem Kaffeevollautomaten nicht direkt aus einem FAEMA-System landen wollen, aber sich erstmal einarbeiten. Das Gerät kostet knapp 400 Euro, glaube ich, sowas in die Richtung. Und man kann sich wirklich ein bisschen austoben, um dann eventuell austoben, was Espresso-Siebträgermaschine angeht und das Gerät und die Art und Weise, Kaffee zu kennenzulernen, ein bisschen sich beizubringen und dann eventuell kann wirklich ein Gerät sein, das kann wirklich ein Gerät sein, damit ihr die Espresso-Welt kennenlernt und dann man kann eventuell über andere Geräte mit der Zeit sagen wir so, anspringen. Ich würde sagen, dass jetzt wirklich Alessandro Brenta, der will unbedingt schließen. Ich würde gerne mit euch noch mal ein bisschen quatschen, aber er will das nicht. Okay, für heute ist alles von Davide Costanza und Alessandro ist alles und Bambino grüßt euch sehr lieb aus München. Ciao, alla prossima.